der Schule damals hatte. Und das nervt mich dann immer, dass man kaum was auf Deutsch findet. Natürlich muss ein Rollenspiel eine gute Atmosphäre haben und können wir ein bisschen in Casual Game gehen. Lassen das mal hier unten so, wird wahrscheinlich nicht ganz passen. So, Mist, ich wollte doch mal wegen einer. Ach komm, wir nennen es gleich Dragon Age. Ich wollte ja eigentlich mal gucken, ob ich schon eine eigene Engine entwickeln kann, aber ich glaube es bald noch nicht. Die funktionieren nicht mal so, wa? Das wäre ja dann auch zu einfach, wenn sie gleich Copy-Paste gemacht hätten. Entwickler des Jahres wäre ich immer, aber. Oh, Alter, Runner muss ja ein richtig cooles Spiel gewesen sein. Beste Grafik, bester Sound. Was ist denn deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach das Beste? Wenn ich jetzt das Spiel so lange in Entwicklung lasse, bis die alle Bugs rausgenommen haben, oder das Spiel so schnell wie möglich rauszuhauen und dann erst im Nachhinein nochmal über ein Add-on die Bugs rauszubügeln. Weil ich finde das immer so belastend, das dauert ja ewig, wenn du das Spiel in der Entwicklung lässt, bis da die Bugs raus sind. Plus dann ist wieder halt das Problem, wenn du es mit Bugs veröffentlichst, dann gehen die Wertungen garantiert runter. Ach, für legendär auch noch. Uiuiuiui. Da ist der richtig hart durchgesucht, der Bände jetzt schon. Schaffst du Pflege in der hier Vermögen anzuhäufen? Was ist mit euch los, Leute? Warum geht eure Zufriedenheit runter? Mitarbeiter friert. Muss ich dir in die kleine Bucht hier eine zweite Heizung reinbauen? Na gut, kriegst du es halt. Kann ich die hier dazwischen backen? Nee. Dann machen wir das mal so und die Heizung packen wir mal hier eher an Ratten. Ich habe hier alles schon zugebaut. Schreibtisch muss ja auch noch irgendwann mal eher ran. Das ist ja der reinste Hindernisparcours hier. Hoffentlich kommen die dann überhaupt noch zu ihren Arbeitsplätzen. Aha, okay. Sehe ich das irgendwo, wie lange das noch ist? Ach so, der Trend hält noch 51 Wochen. Also die Geschicklichkeit am Anfang, die scheint ja extrem lange anzuhalten. Ja gut, ich meine momentan, das ist ja eh ein Rollenspiel. Da wird es ja dann eh egal sein. Na ja gut, wenn du dann hier den Hype mitnimmst noch, wenn du in den Genre im Hype ist, klar. Ah, okay. Ach, dann kann ich, dann läuft das nicht mehr so auf Rastern, okay. Warte.
Snapping, da. Oh, wie geil ist das denn? Kann ich den hier dahinter bauen? Jawollo, genau so will ich das. Danke dir. Warum sinkt eure Zufriedenheit jetzt noch? Pausenraum zu klären oder was? Oh, den Clean Roboter. Das hatte mich gestern nämlich gewundert. Da hatte einer hier eine einfach mal, da hatte ich noch nicht mal die Mülleimer hingebaut. Da hat einer einfach so eine Dings hingeschmissen, eine Dose auf den Boden und die ist dann liegen geblieben. Wo ist der denn? Unter Flur. Ach, okay. Sputnik Cleaner, 15.000. Ah, okay. Dann könnte das wahrscheinlich oder Grund sein, dass die hier unzufrieden sind. Oh, hätte ich vielleicht an Rand bauen sollen. Wie geil ist das denn? Lol. Woher soll man das auch wissen? Aber ich werde dann erstmal... Oh, mein Spiel ist fertig. Oh, schon 16 Stunden. Oh. Ja, GG. Aber ich sag mal so, man hat auch sehr, sehr lange auf ein Spiel in der Richtung wieder gewartet. Gerade allgemein so, was so Wirtschaftssimulation ist, fand ich in den letzten Wochen, Monaten eigentlich eher lame. Damals diese ganzen Game Dev Tycoon und Bipapo, schieß mich tot, die haben sich ja überrannt, förmlich. Und dann kam gar nichts mehr. Und da kann ich es schon verstehen, dass man da richtig hart reinsuchtet. Multiplayer, Dann kann es wahrscheinlich sein, dass man sich dann untereinander die Käufer wegnimmt, wa? Erstmal wieder Beauftragsarbeiten. Wir sind jetzt hier ganz schön in finanzielle Problematiken geraten hier. Und dann, wenn ich ein bisschen Geld habe, werde ich nochmal gucken, an was es noch liegt. Dass die Zufriedenheit runtergeht. Ich habe mir schon überlegt, sowas wie eine Kaffeemaschine irgendwo hinzubauen. Aber da sollte man das schon ein bisschen randomisieren, die ganzen Verkaufszahlen und so und Bewertungen. Weil wenn dann alle gleichzeitig Schema F fahren, weiß ich nicht, könnte vielleicht ein bisschen langweilig werden.
Oh, jetzt kommen Haufen Konkurrenten neu auf den Markt. Fuck my life. Erstmal ein bisschen beschleunigen, dass die hier ein paar Beauftragsarbeiten runterrattern. Hier habe ich halt nicht viel Platz drinne. Ob der Dartautomat da so gut ist in der kleinen Buchte. Die war vielleicht zu klein, ha? Gibt es denn hier sowas wie Aufenthaltsraum? Gibt es denn sowas wie eine Kaffeemaschine? Bestimmt. TV, moderner TV, Radio. Wenn ich über den oder vor den Sessel, der hier drinnen steht, noch den TV oder den modernen TV reinknalle. Ach, der ist noch gesperrt. Ach so, wir haben ja erst 1978. Hier kommt dann keiner mehr zur Tür rein. Die Buchte ist auch klein geworden. Irgendwo musste man ja Abstriche machen. Es gibt keine Kaffeemaschine. Da würde ich schon fast sagen, ich hau den Dartautomaten raus. Nein, ich will den verkaufen. Und dann lieber. Wie weit kann ich in den drehen? Ach, nur so, okay. Dann machen wir das so. Den. Na, warum kann ich den hier nicht? Okay, da würde er gehen, aber hier nicht. So, den Sessel. Den kriegen wir jetzt hier nicht mehr hin wegen dem Dings. Naja, gut, muss halt so gehen. Die sollen ja hier keine 3-Stunden-Dokumentation sehen, sondern bloß ein bisschen Annehmlichkeiten haben. Oh Gott, die Messestände werden auch immer teurer. Wie geil ist das denn? Ich glaube, das war im ersten Teil auch immer Standard. Das finde ich auch eine gute Idee. Wir machen bloß einen kleinen Messestand. Wir haben ja nur ein Spiel. Ah, ich glaube, jetzt scheint der Pausenraum noch vorne ein bisschen besser frequentiert zu sein, ha? Ah, nice. Ja, also von dem Ehemann-Entwickler brauchst du nicht viel erwarten. Dass das jetzt innerhalb von 2 Stunden fertig ist. Und ich sag mal so, der Ersteindruck, der ist schon richtig nice. Viele gute Ideen eingebaut, viele Sachen, die im ersten Teil noch sehr friemelig und eher meh waren. Doch also perfektioniert, sage ich mal. Sieht schon gut aus.